Der macht hier für mich zwei Junioren groß, einen Zweijährigen, einen Dreijährigen. Die erzieht er so ein bisschen, das macht er auch sehr gut. Da gehört er hin, da fühlt er sich wohl. Und im Sommer ist er auch eigentlich den ganzen Tag da. Die haben da so einen schönen Offenstall, wo sie sich so ein bisschen drunter stellen können, die drei. Wenn es regnet oder vor allen Dingen auch ein Schattenspender, wenn die Sonne zu doll knallt, dann stehen die da unter Dach. Und ansonsten wandern die hier über die Wiese, haben da hinten so einen kleinen Tümpel da, planschen sie ab und zu drin rum. Der hieß damals schon Marius, das kommt tatsächlich vom Westernhagen. Für mich eigentlich ein Leistungspferd. Wenn ein Pferd bereit ist, wirklich, wenn der Reiter sagt, so komm, wir machen das jetzt, dann auch wirklich an die Grenzen zu gehen und sich nicht zu schonen. Und das, so ein Typ ist er eigentlich. So, wenn die Sprünge wirklich richtig hoch und breit wurden und die Gräben breit, und dann war das eine Art von Mühelosigkeit, mit der dieses Pferd so diese Aufgaben erledigte, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe dann immer gesagt, jeder Kurs kommt ihm entgegen und jeder Kurs ist ein Kurs für ihn. Er ging immer gut. Er ist ja keine 3- oder 4-Sterne-Prüfung gegangen, wo er nicht platziert gewesen wäre. Er war immer hoch platziert. Dieser vielseitige Sport kam ihm sehr entgegen. Pferde können ja einfach viele Dinge tun. Aber ja, nur ein paar Pferde, nämlich die Vielseitigkeitspferde, dürfen die auch auf dem Turnier zeigen, die vielen Dinge, die sie können. Gehorsam sein, kämpfen, mutig sein, schnell sein. Auch so dieses Performen hat ihm immer sehr Spaß gemacht. Wettkampf war für ihn schon immer eine tolle Sache. In der Siegerehrung konnte der auch stehen wie ein Denkmal. Alles andere hopste um ihn rum und der stand wie ein Denkmal. So, ich bin der König. Wir haben auch ja viel zusammen gelernt. Ne? Ich habe vorher nicht besonders viel Spitzensport geritten, ne? Also gar nicht. Und insofern musste der auch mit mir ein bisschen Geduld haben. Ich habe nachher auch, ich glaube, ich habe mich auch während meiner Karriere mit ihm verbessert. Aber ich weiß auch, was ich ihm zu verdanken habe. Ich habe all meine nennenswerten Erfolge, das war wirklich nur eine Handvoll, habe ich mit diesem Pferd errungen und war einfach mit diesem Pferd an einem Wochenende der Beste von allen. Beim wichtigsten Turnier, gibt es nur alle 4 Jahre einmal. Auf jeden Fall habe ich ihn hier in meinem Herzen. Natürlich ist er das Pferd meines Lebens.